Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Mal haben wir die Tänzerin des Nordwindtals gekillt. Dafür auch nichts anderes erreicht. So, und wir wollen... Wo war denn das? Nee. Hier war das. Mal gucken, ob der Kommentarschreiber recht hatte. Und mal gucken, ob wir wieder Frame-Drops haben, aus Gründen. So, hinten bei der Brücke müsste das gewesen sein. Hat der nicht kaputt, oder ist die wieder da? Ist wieder da. Muss ich manuell kaputt machen. Ach hier. Und was ist hier jetzt? Wieso gibt es diesen Weg? Ich meine, Breath of the Wild, easy, runterspringen und Parasegel an, aber das ist aus der Höhe überlebe ich das nicht, oder? Moment, kann man die eingeschützte Brücke vielleicht wie eine Leiter runterklettern? Testen wir es mal. Also bitte nochmal einstürzen lassen. Könnt ihr denn bitte auch einstürzen? Anscheinend nicht. Okay. Ist sie jetzt eingestürzt? Oh Gott, da ist einer hinter mir, das ist nicht gut. Ich glaube, die Brücke ist nicht eingestürzt. Aus Gründen? Ja, im Zweifelsfall aus Gründen. Oh, hier kommt ihr nicht rein. Aber ich komme ja auch nicht raus, solange ihr da steht. Also Helms-Klamm-Taktik. Komm schon. Ja, Helms-Klamm wird verteidigt werden. Gegen die Skelettarmee. Nicht ganz lore-confirm, aber scheiß drauf. Hat der gerade geblockt? Womit? Der hat überhaupt keinen linken Arm. So. Ist die Brücke jetzt unten? Nee. Toll. Wieso steht die jetzt noch? Macht der die kaputt? Nee. Toll, was mache ich jetzt? Außer eine Sündenbock suchen, versteht sich. Deine Schuld. Yup, seems totally fucking legit. Wenn der jetzt hier auch in der Luft stecken bleibt. Alter! Komm schon, das ist lächerlich. Alter, da war ja mal da richtig faul beim Programmieren. Ja,
Hä? Kommt ihr hier nicht durch, oder was? Kumpel, ich bin hier neben dir. Ja. Problem bleibt, wie komme ich da runter? Ich vermute, ich hätte die Einschussleiter als Treppe benutzen können, aber... die Einschützebrücke als Leiter benutzen können, aber... Moment mal. Das sieht wie eine Schwachstelle aus. Okay. Man kann die Brücke manuell zum Einsturz bringen. Ja, kann ich. Okay. Gut, das ergibt jetzt nicht wirklich Sinn, aber die Bequemlichkeit verzeiht's. Ich frage, was ist hier unten jetzt eigentlich? Ein Boss? Alternativer? Ein optionaler? Der Hugo schon wieder. Haben die nicht schon mal gekillt? So, hier ist eine Treppe! Gut! Da ist eine Treppe! Okay, das war unerwartet. Hier ist nicht wirklich Schaden. Vermutlich wäre nicht so tragisch zu legen, wie ich mich jetzt gerade anstelle, aber... Ich bin halt jemand, der sich gerne einfach macht, wenn es geht. Oh, der Hammer ist lang. That's what she said. Ich hänge an die Stalaktiten fest, ernsthaft? Pfeil ins Knie. Hab wieder Pfeile gekauft, also. Ja, ne? Was denn jetzt? Jupp. Das ist affig. Der erwischt mich halt nicht. Ich meine, dies ist nicht neu, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dieses Let's Play. Aber es ist, ich finde es immer wieder lustig, wenn sowas geht. Das ist auch so das Hauptargument eigentlich. Wenn mich Leute fragen, wieso machst du so einen Scheiß? Weil es geht. Was ist jetzt passiert? Wieso habe ich die jetzt wieder in die Decke geglitscht? So, was machen wir jetzt? Ist ich den so? Ja. Toll, er mich aber auch. Super. Okay, er ist tot. Hä? Was ist... Wie geht das mit diesem in die Decke glitschen? Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert. Und da war es auch mit einem Bogen, glaube ich, oder? Nee, war es nicht mal. Du bist ein Mimik. Habe ich noch ein Jägeramulett? Nee. Hm. Wollte ich nicht mal, aber... Oh, der hat mehr Reichweite, als ich gedacht habe. Da ging es weiter runter, als ich gedacht habe. Komm, steh auf, Skelett. Du hast weiße Augen gehabt, das habe ich gesehen. So. Jetzt komm du her.
und stirb. Danke. Ja, hier runter zu jumpen war nicht Teil des Plans. Schwarzklinge. Das ist auch ein Katana, oder? Ja. Kurzes Katana des Schwertkämpfers, erlesenen Gastes, Hochfürsten wollen hier. Die schwarz glänzende Klinge ist dicker, aber kürzer als bei normalen Katanas. Kämpfer war meist gelernte Fähigkeit erhalten. Ja, okay. Alternative zum Uchi-Katana. Von mir aus. So, wo geht's hier runter? Noch weiter. Ich hab 70.000 Seelen, ich könnte mal weg. Hier Skelette zusammenbauen. Betonung liegt auf Hören. Ich würde hier rumlatschen, aber wo ist der? Ach, da ist der. Sie hätte weiße Augen haben müssen. So. So. So, keine weißen Augen mehr. Ist auch raus. Tschüss. Also überleg mal, die hätten beim Bossfight getriggert. Ist ja mal mega arschig gewesen. Da warten wir, dass man so einen Boss gescheit macht, oder was? So ehrlich, manche Leute. So, komm her, nächster. Ich habe schon wesentlich mehr von euch auf einmal gekillt. Also glaubt ihr nicht, dass ihr was reißen könntet, ja? Na komm. Hey, wenn schon mit Animation, ja? Nicht cheaten. Hat der Animation Canceler drin, ich glaub's hackt. Nee, Spaß wird ein Glitch gewesen sein. Noch 100 Pro irgendwas auf dem Weg. Und Feier? Bonfire. Huh. Augenbinde des alten Weisen und ein Hexenring. Das Zeug schauen wir uns doch gleich mal an. Insbesondere von den alten Weißen und den Pyromanten des großen Sumpfes getragene Gewänder. Die große Augenwind sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das Wesentliche erkennen. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Aha. Kackwerte. Und der Ring. Welcher war denn das jetzt? Nee. 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 Der verstärkt Pyromantie enorm. Cool. Bin kein Pyromant, aber so grundsätzlich cool. Wieso ist hier ein Rufsobus? Vorne noch ein Boss? Na gut, zugegeben, der Dämon hat zwar eine Seele gegeben, aber war nicht als Boss getaggt, also von daher. Und hatte keinen Nebel. Also im Endeffekt nichts, was auf den Boss hingewiesen hätte. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Aha, da schon. So, was gibt's Neues? Das haben wir schon gehabt. Hier. Doppelmagie-Schwert des Tänzers. Hat ein mäßiges Scaling auf allem. Fähigkeit Anmut der Tänzerin. Der Tanzwirbel entfesselt einen schweren Angriff, die Macht der Schwerterheld an, bis die Ausdauer verbraucht ist. Die Tänzerin des Nordwindtals, das sie von Hohepriester Sullivan erhielt. Die Klingen symbolisieren die Eide der Tänzerin. Die Magie des rechten Schwertes und das Feuer des linken sind das Gegenstück zum Hohepriester. Macht ein Stück weit Sinn, schätze ich mal. Ich krieg nur die Schwerter von der? Ernsthaft? Und mit der Dämonenseele kriege ich gar nichts? Ah, das ist die gleiche. Wie? Nee, doch nicht.
Dämonenfaust? Achso, verirrter Dämon. Weird. Okay, also das ist eine Waffe, die ich theoretisch tragen könnte, mit 20 Stärke. Fähigkeit Feuertornado. Wirbel mit ausgestreckter flammenden Fäusten durch Gegner und Nutzer bei den Schwung für einen schweren Angriff. Ja, ist in einem... Ja, ist im Endeffekt... Klingt nach einer PvP-Waffe. Oder die Axt. Eine dämonenbeliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Die Chaosflamme geborgen und bla bla bla. Stärke und Glaube, ja. Ich bin Geschick Intelligenz. Aber sonst nichts, oder? Nee. Now, now. Do not be away. Over. Hört auf leveln. Welcome, Husby. Very well. Then touch, take nourishment. Und die andere ist jetzt sauer auf mich, nicht weil ich den Eid gewechselt habe, sondern weil ich das Dark Seal geheilt habe. Mal so. Unser Ziel ist ja 60 Intelligenz. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. So, habe ich eigentlich Ressourcen gefunden? Ich glaube nicht, oder? Dann kann man rausfinden. So, nee. Nach wie vor Titanitbrocken. Schrägstrich. Der nicht schuppen. Ja. Dann gehen wir mal zurück zur gottlosen Hauptstadt, weil ich will diesen Folianten eigentlich haben. Auch wenn der Typ mir ziemlich viel Schaden macht und ich ihm irgendwie überhaupt keinen. Aber hey. Na dann, Gargoyle, komm her. Deinesgleichen habe ich oft getötet. Nein, nicht deinesgleichen, dich. Dich habe ich, ich glaube, 50 Mal getötet oder so. Ne, nicht 50 Mal, aber so 20, 30 Mal wird es gewesen sein während der Farming-Session. Der gibt halt echt gut Seelen und ist mit 3 Schlägen down. Okay, nicht 3 Schlägen, aber mit einer überschaubaren Zahl an Schlägen. Na komm, mach den scheiß Flügel runter. Danke. So, danke, geht doch. Wie viel von diesen Hämmern habe ich eigentlich gelootet während der Training-Session? Der Farming-Session. 8. Und den einen, den wir im Playthrough gefunden haben. Gönnung. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie viele von denen konnte ich ignorieren, von den Spinnen? Plus ja, am Glut an, das haben wir auch nicht vergessen, dass wir über die Zeit invaded werden. Ja, anvisieren. So, warten. Toxizität runtergeht. Oh, ach ja, dieses Mal haben wir ja auch. Ne? Dieses Mal sind wir vorbereitet. Also nein, sind wir nicht. Wir sind ein bisschen besser ausgerüstet. Das als vorbereitet zu bezeichnen, wäre hart vermessen. Allerdings ist hier kein anderer Gegner, wir können uns auf den konzentrieren, also. Ja. Gibt schlimmere Gesamtsituationen, sagen wir es mal so. Ja, leider nur in einer blöden Position, weil die Wände hier so eng beieinander sind.
Der hat lang aufgeladen. Hey, kann doch staggern, ich bin beeindruckt. Nicht wie geplant, aber funktioniert. Alter, wenn der mich jetzt da anlockt. Danke. Wo ich in der scheiß Wand hängen geblieben bin. Kein Foliant, sondern eine Schriftrolle. Das heißt, dieser andere Typ ist nicht mehr sauer auf mich. Noch besser. Schriftrolle von Logan. Halt, Moment mal. Falscher Weg, hier geht's ja gar nicht weiter. Hier ging's rum. Genau. Nee, warte, halt, ist auch falsch. Ach, nee, genau. Hier rum. Und da rein, jetzt. Ihr könnt noch einfach einen Hammerknochen benutzen, wie ich es aber nicht. Ganz so geizig müssen wir jetzt auch nicht sein. Weil das ist halt nicht wirklich ein Weg. So, okay, dann haben wir das auch. Was gab's denn sonst noch? Ich glaube, das war's, oder? Ja gut, halt jetzt bei der Tänzerin weiter zu Dingens hier, Prinz Lothric. Aber erst nochmal zum Feierlingsschrein und die Schriftrolle abgeben. Und mal gucken, was das so gibt. Gut, wahrscheinlich diese... Also das, was wir als Verbundenheit haben, halt in normaler Magie. Was, glaube ich, sogar besser wäre. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben erst einen finsteren Folianten gefunden auch, ne? Und zwei Wunderfolianten. Back again, I see. Perfect timing too. Oh my. You've made quite the discovery. This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan. A masterful sorcerer, long missed in Vinheim. And now we have his scroll. Right here in my very hand. Na dann, zeig her die Scheiße. Hier, genau. Zielflug Seelenmasse. Seelenspeer. So war's, ne? Steht halt auch kein Damage oder sowas. Keine Schadenskalierung, nichts. Steht nur 20, ich brauche nur 20 Intelligenz, mehr steht da nicht. Wieso, dass man halt bei Zaubern überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Wie viel Schaden die machen. Halt so gar nichts, gar nichts. Und wieso steht eigentlich bei jedem Zauber dran, verwendete Slots 1? Ich meine, gibt es auch einen Zauber, der mehr als einen Slot verbraucht? So, dann teste ich jetzt mal was. Habe ich eigentlich, nee. Okay, dann würde ich gern wieder hierhin zurück. Und ja, Zeit zum Ausprobieren. Denn, mich interessiert da jetzt mal was. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Sobald die Kathedrale geladen hat. So. Setzen mal den durch den. So. Und wenn ich jetzt so mache. Und dann so. Okay. Klappt nicht. Gut. Nächster Test. 109 Schaden.
doppelt so viel. Fliegt aber auch ein bisschen ab. Achso, kostet aber auch mehr Mana und fliegt ein bisschen affiger. Kann ich bitte mal wieder? Danke. Okay. Also, Verbundenheit ist stärker, kostet aber auch mehr Mana und, wie gesagt, fliegt langsamer. Wir haben ja vorhin die Tänzerin gesehen. Wenn das aus einer zu großen Distanz triggert, verfehlt das einfach. Die geringe Geschwindigkeit kann in geringer Distanz allerdings auch wieder ein Vorteil sein. Ich lasse mal beide angelegt, ich benutze die Zauberwaffe sowieso nicht. So, was ist hier jetzt? Burg Lothric. Wir haben drei Treppen. Nicht voraus, Schatz. Recht hat er. Okay. Abgehandelt. Wieso gibt's diese Treppe? Das ist für eine Leiter, aber es war nur ein Banner. One way? One way. Okay, da liegt Loot, da geht's weiter. Was ist hier? Ein Frame Drop. Ich glaube, wenn die Lichtverhältnisse sich ändern, dann haut's gerade immer die Frames runter aus. Gründen? So, hier ist ein Lothric-Ritter. Nein, so ein Schreihals. Aber wenn er mich nicht sieht, schreit er auch nicht. Aufpassen, dass ich nicht den Ritter treffe, wollte ich noch gesagt haben. Ach, der supportet den und bufft den. Okay, und wenn ich jetzt einfach nicht... Hallo, triggert der Scheiß mal bitte? Ach, der hat ihn getriggert, weil der Schild unten war von dem. Oben war. Der kann Weapon Art. Auch wenn ich eigentlich gedodged bin, aber davon sehen wir mal ab. Okay. Also der wird dadurch übel, dass der andere ihn hochbufft. Merken. Erst den Mönchen killen. Der ironischerweise ein Mönch ist und kein Pyromant, wie es das Aussehen vermuten lassen würde. Wir nehmen auch wieder das da. So, aber ich komme durch die Tür durch mit dem Scheiß aktiviert. Das heißt, wir aktivieren es auch gleich mal. Ich meine, das hält ja eine Weile. Mal aufpassen, dass ich hier nicht aneck. Den Kronleuchter gekillt. So, Hauptsache der stirbt, bevor ich den Ritter triggere. Dann haben wir kein Problem. Vorausgesetzt, ihm geht das Mana irgendwann aus. Ich stehe auf dem Boden, weil er mich... Da kann er sich auch mal ein bisschen weniger behindert bewegen. Alter. Nein. So, komm, geh runter. So, weg. Okay, dann auch ein bisschen mehr HP einfach so, aber ich meine, er hat rote Augen. Oh Leute, ich hab den Stab noch ausgerüstet.
Okay, kein Backstep. Okay. Dann halt nicht. Gut, kurz wieder raus. Okay, ich kann mit meinem Mana exakt dreimal diesen Spell casten. So, geht doch. Glut und große Titanitscherbe. Nicht mehr exakt die Rohstoffe, die ich brauche. Also, die Titanitscherbe, die Glut nehme ich immer. Seele. Okay. Schon da gerade entmutigter Ritter? Oder anmutiger Ritter? Okay, das ist auch wieder eine Abkürzung. Wo geht's hier hoch? Du hast keine roten Augen. Da ist schon wieder so ein Kackmönch. Ich weiß schon, was die Schwierigkeit in dem Gebiet hier ist. Diesen ganzen Blödsinn durchzukommen. Diese Schildschläge von denen. Ich meine, der hat nicht mal rote Augen. Das ist nur durch das nur über den Buff und da kommt gleich der nächste. Ja, Gönnung. Ja, gut, das machen wir im nächsten Part weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go.